Herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf Fridge of Games. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf dem 18.30 Uhr Slot. Wir haben hier zu viel Wimmelbildspiele gespielt mit Vampiren und sprechenden Büchern und Kartenspielen und so was. Habt ihr alles hier sehen, aber jetzt wird's mal hier Zeit für ein neues Projekt hier auf dem 18.30 Slot. Ich hatte es ja am Ende von Chimeras schon angekündigt, dass es mal kein Wimmelbildspiel wird, aber halt, ich glaube Casual nennt sich das Genre, ich habe noch keinen Plan. Aber wir spielen Derek Mord im Blumenbeet. Und jetzt werden sich die meisten fragen, Derek? Was ist denn das für eine ansteckende Krankheit? Nein, liebe Freunde, Derek ist eine Serie, die damals im ZDF lief, eine der populärsten Kriminalserien damals im ZDF. Und die wenigsten werden es wissen von euch. Ich bin ein sehr großer Film von alten Filmen, vor allem alten Kriminalfilmen. Ich habe ja da hinten hier... hinten in meinem Zimmer sieht man ja, auch wenn ich mal mit Facecam spiele, die mein Fable für Edgar Wallace Filme, und Derek ist auch wahnsinnig toll. Ja, Derek ist halt eine Kriminalserie und handelt halt von dem Oberinspektor Stefan Derek, der das hier ist, gespielt von Horst Tappert, und mit seinem Kollegen Harry Klein, gespielt von Fritz Wepper, der auch noch lebt. Fritz Wepper, den sieht man heutzutage in was weiß ich noch, wo rumspringen, in was weiß ich. Und ja, das ist jetzt so ein Spiel über Derek, und ich würde sagen, wir müssen uns mal ein neues Profil erstellen. Ich erzähle noch ein bisschen. Fridge Game. So, und ja, und das, ja, gibt's noch was zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Wir spielen sofort los, und ich bin mal gespannt. Ich habe ein bisschen angespielt, aber bin noch sonst noch total blind. Ja. Hoffentlich gefällt es euch, das mal ein bisschen anderes Spiel. Also mir gefällt es, weil ich das Spiel entdeckt habe und sofort haben wollte. Und ja, es geht los. ja. Mit dem Intro. Hallo, Derek! Mord im Blumenbeet. Ah, Kinder. Oh, es geht direkt los. Hier im Büro von der. Das ist natürlich alles dieser tollen. Ja, was ist das? 70er, 80er Jahre. Dieses. Also in München spielt das halt. Ist dieses Kriminalbüro. Und ja, das ist hier Oberinspektor Derek. Und ja. Ich synchronisiere das jetzt mit, muss ich dazu sagen, mit zwei bekannten Stimmen, für die, die meinen Zweitkanal kennen. Da gibt es nämlich die Hörspielreihe. Die heißt Ein neuer Fall für Henne und Böhl. Und da könnt ihr auch mal gucken. Weil, ja. Das Spiel, ist nämlich, das habe ich vergessen zu sagen, das ist eine Spezialversion. Das ist nämlich synchronisiert, das habe ich extra anfertigen lassen. Es gibt jetzt so eine Internetseite mit, das ist nämlich eine besondere Funktion. Das ist neu synchronisiert mit zwei echten Ermittlern. Nämlich, Moment, ich hatte es hier gerade, Verpackung. Synchronisiert von Oberinspektor Henne und seinem Assistent Böhl. Ja, das sind welche, die haben so eine wahnsinnig erfolgreiche Hörspielserie. Ein neuer Fall für Henne und Böhl. Und die synchronisieren das hier auch. Das ist ganz toll.
Ja, das habe ich da auf dieser Seite an mir schicken lassen. Hat einen Haufen Geld gekostet, aber war mir jetzt auch egal. Aber ich wollte, dass es von professionellen Synchronsprechern synchronisiert wird. Aber ich frage mich gerade, warum sie nicht noch nicht losgelegt hat. Ja. Bin gerade reingekommen. Was gibt es, Harry? Also das war jetzt die Synchronstimme von Oberinspektor Henne von der Mordkommission. Also das sind wirklich zwei Ermittler von der Mordkommission. Und ja, egal, jetzt geht's auf jeden Fall los. Gut, ich komme gleich nach. Also wie gesagt, die haben so eine erfolgreiche Serie auf der Kanal hieß The Floem. Ist jetzt nicht so, dass das mein Zweitkanal wäre und da so eine tolle Hörspielserie läuft und ich den Link dazu gerade, die übrigens Ein neuer Fall für Henne und Böhl heißt, mit tollen Folgen, wo die zweite Staffel gerade gestartet hat und der Link ist auch nicht jetzt in der Videobeschreibung oder so. Und egal. Harry, Harry, wenn dein Kopf nicht angewachsen wäre. Ja, ich bringe alles mit, keine Sorge, bis gleich. Ich sollte sicher gehen, dass ich nichts vergesse, wie Harrys Notizblock und Kugelschreiber. Ein Teil der Sachen finde ich im Vorzimmer. Spiel mit Tutorial starten? Ja, ich würde einfach mal sagen, wir spielen das Tutorial, wir nehmen alles mit. Ja, guten Morgen, Chef. Gut, dass du da bist. Ich habe hier noch ein paar Informationen für dich, die dir weiterhelfen könnten. Also auch professionell synchronisiert, ja. Im Laufe des Tages wirst du immer wieder Dinge finden müssen, die oben in der Liste angegeben werden. Findest du das Objekt, dann klicke darauf und es verschwindet aus der Liste. Mantel. Also es ist halt so ein bisschen wimmelbildmäßig jetzt doch gehalten. Wir müssen also immer Sachen finden, die hier oben zum Beispiel sind. Mantel, ist das hier? Solltest du einmal Hilfe brauchen, dann benutze die Kamera unten links. Sie wird dir einen Hinweis geben. Braucht aber einen Augenblick, bis du sie erneut einsetzen kannst. Also auch wieder parallel zum Wimmelbild. Wow, Hilfe! Die Kamera zeigt dir nun den Dienstausweis an. So kannst du ihn ohne Probleme aufnehmen. Dienstausweis. Und Handschuhe. Manchmal musst du in einen anderen Raum gehen, um weitere Objekte zu finden. Geh durch die Tür und finde den anderen Handschuh. Wofür brauchen wir denn einen Handschuh? Suche hier nun nach dem Handschuh. Das ist extrem schwierig. Ich glaube, er ist im roten Ordner auf Seite 5 versteckt. Sehr gut. Die nächste Aufgabe findest du nun wieder in deinem Büro. Es gibt Gegenstände, die du dir im Detail ansehen kannst. Diese werden mit deinem Auge angezeigt, wenn du den Mauszeiger über sie bewegst, wie zum Beispiel hier. Versuche nun alle Objekte auf der Liste in deiner Schublade zu finden. Also es ist so, dass diese Wimmelbildspiele anscheinend in das Spiel mit eingewoben werden. Autoschlüssel. Notizblock. Ach nee, Notizbuch. Oh, hier noch so ein alter Autoschlüssel. Da hatte der noch keine Tasten. Autoschlüssel, Handschellen und ein Kugelschreiber. Ausgezeichnet. Um eine Detailansicht zu schließen, musst du das X oben rechts anklicken. Du wirst immer wieder heute Indizien finden, die für den Fall von Bedeutung sind. Diese werden in der Fallakte zu Beginn einer neuen Umgebung notiert. Nein, da will ich gar nicht hin. Also nicht zur Fallakte, sondern dahin. In der Fallakte gibt es mehrere Kategorien. Öffne einfach mal die Ermittlungen, um den derzeitigen Stand zu fragen. Kapitel 1. Derek muss zum Tatort. Um die Fallakte wieder zu schließen, klicke auf das X unten rechts. Ich sollte noch einen Blick auf den Stadtplan werfen, um zu sehen, wie ich am besten zum Tatort komme. Denn damals gab es noch keine Navigationssysteme. Da haben sich die Kollegen wohl einen Scherz erlaubt.
Mal sehen, ob ich die fehlenden Teile der Karte hier irgendwo finde. Da haben wir doch schon eins. 9 Teile müssen wir finden. Hier ist noch eins. Da ist ein weiteres. Das ist noch alles so schön. Ich liebe diese Atmosphäre. Da ist noch eins. Diese... Das sieht alles total hässlich aus eigentlich, aber ich mag das. 5, hier ist Nummer 6. Ach ja, hier. Ist das hier auch eins? Du, 4 suchen die Kartenteile. Hier ist noch ein Teil und jetzt fehlt noch eins. Noch eins. Dabendüdüle, dabada. Noch ein Teil fehlt hier. Doch, das finde ich nicht. Hier? Ne. Kartenteile, Kartenteile. Suchen wir hier. Ich muss noch mal. Entschuldigung, ich. Das dient jetzt nur zu Zwecken. Ich werde eben mal. Ja. Das war leider zu schnell. Die Kamera ist noch nicht aufgeladen. Ja, aber ich habe den Tipp ja noch gar nicht gebraucht. Ja, die Kollegen. Schubendidü. Ich brauche etwas. Ach, da war ein Kartenteil. Gibt's ja rein. Hier Reißzwecken. Die Stecknadeln sollten die Kartenteile an der Pinnwand halten. Ach, er wieder. Um die Gegenstände miteinander zu kombinieren, musst du Gegenstände aus dem Inventar mit gedrückter Maustaste auf die Objekte ziehen, die zuvor in deinem Auge angezeigt wurden. Moment, was? Nun muss ich nur noch die Karte zusammensetzen. Mit welchem Teil fange ich bloß an? So, jetzt müssen wir hier den Stadtplan von München zusammenwursteln. Das könnte... hör auf. Ja, ach ja, hier kann ich mal weg. Du wirst immer wieder mit solchen Minispielen. Du wirst immer wieder zu solchen Minispielen kommen. Willst du dieses hier oder ein nachfolgendes überspringen, kannst du das jeweils mit diesem Knopf. Hier ist Obersendling. Und da ist. Friedenheim, Westen, Schwanthalhöhe. Was? Hier ist München. Also in der Mitte München. Ne, nee, das passt nicht. Das hier könnte passen. Das passt! Nee, das, ja, das passt ja auch besser. Passt das? So und so und so. Gute Arbeit! Jetzt aber schnell zum Tatort.